Wer ist eigentlich die bekannteste Frau der Welt, die sogar jedes kleine Kind kennt? Ihr Name ist Barbie. Und Barbie ist die Modepuppe der amerikanischen Firma Mattel. Sie ist der pinke Traum eines jeden kleinen Mädchens. Und im Schnitt hat jedes Mädchen 7 Barbies und alle 3 Sekunden wird eine der Plastikschönheiten verkauft. Aber wer hat Barbie eigentlich genau erfunden? Fragen wir doch mal die Klugscheißerin. Barbie wurde nämlich gar nicht, wie alle denken, in Amerika erfunden, sondern in Deutschland. Die Grundidee von der Figur haben die Amerikaner nämlich einfach von uns abgekupfert. Und das war folgendermaßen. Die Amerikanerin Ruth Handler entdeckte auf einer Europareise in einem Schaufenster in Luzern eine 30 cm große, schlanke Puppe mit einer Pferdeschwanzfrisur. Der Name der Puppe Bild Lilly. Und wie der Name schon vermuten lässt, kam sie ursprünglich von der Bild-Zeitung und war eigentlich eine Comicfigur. Reinhard Beutin zeichnete seit 1952 einen Schwarz-Weiß-Comic für die Bild-Zeitung. Die Figur, die er zeichnete, hieß Bild-Lilly. Sie war eine typische Vertreterin der Nachkriegsgeneration und spiegelte den Zeitgeist der 50er Jahre wider. Sie war schick und kess, sprach offen über ihre Liebhaber, interessierte sich für Mode und Filmstars. Um den Lesern eine Freude zu machen, beschloss die Bild-Zeitung 1955, die Titelfigur als Werbemittel produzieren zu lassen. Rund 130.000 Bild-Lillys wurden produziert und verkauft. Ruth Handler kaufte also die Bild-Lilly aus dem Schaufenster in Luzern, gab sie zurück in Kalifornien ihren Designern und die entwickelten daraus die Modepuppe Barbie. Die Barbie wurde dann 1959 auf der Spielzeugmesse in New York offiziell vorgestellt. Barbie ist auch eigentlich die Abkürzung für Barbara, denn so hieß Ruth Handlers Tochter. Sieht irgendwie genauso aus wie die Barbie, oder? Ja, und dann wurde die Barbie in Amerika zum Massenspielzeug. Mitte der 60er Jahre erlebte die Modewelt einen Trend zu preiswerter Kleidung. Und Barbie trägt nun einen kurzen Rock, ein breites Grinsen und eine wallende blonde Mähne. Sie entspricht dem Schönheitsideal der Massen. Verpackt wurde sie in pinkfarbenen Kartons. Seit damals wird die Farbe Pink unter dem Namen Barbie Pink geschützt. Übertragen aufs wahre Leben hat Barbie den Body Mass Index einer Magersüchtigen. Wissenschaftler fanden heraus, dass Barbie im wahren Leben überhaupt nicht lebensfähig wäre. Denn ihre Beine würden brechen und ihre Organe hätten aufgrund der schmalen Taille überhaupt keinen Platz in ihrem Körper. Sie könnte also nicht atmen. Barbie entspricht also nicht den tatsächlichen Maßen einer Frau. Sie ist eben doch nur eine Puppe. In den vergangenen Jahren wurden immer mehr Freunde und Familienmitglieder von Barbie entwickelt, wie zum Beispiel auch ihr bekannter Gegenpart Ken. Der Freundes- und Familienkreis von Barbie wird also immer größer. Und auch Barbie wird immer dicker. Denn ein amerikanischer Künstler hat jetzt eine neue Barbie erschaffen. Nach den durchschnittlichen Maßen einer typischen Amerikanerin, die 19 Jahre alt ist. Sie ist 1,63 Meter groß und wiegt 68 Kilo. Mal sehen, ob diese Barbie Erfolg hat.